Was jedenfalls auch gemessen wurde am Tiermodell, ist, dass die Sache mit dem Amygdala-Response und dem Stress in der Kindheit auch später zu Depressionen führt. Und jetzt konkret, was haben sie gemacht? Wie, jetzt würdet ihr fragen, wie kann man messen, dass Tiere deprimiert sind? Das ist ziemlich brutal und eklig eigentlich und ganz schön traurig. Du nimmst das Tier, schmeißt es ins Wasser und wartest, misst einfach, wie lange der Überlebenskampf dauert, bis das Tier aufgibt. Und Tiere, die Depressionen haben, geben super schnell auf. So Leute, ich hatte vor einem Jahr oder so mal einen Talk gesehen von Nim Tottenham. Und die Frau ist ziemlich based. Die erzählt über Kleinkinder und auch Teenager, wie die sich entwickeln und wie man, wie die ihre Stresskontrolle erlernen. Also allgemein, wie Menschen erlernen, wie sie mit schlechten oder stressigen Gefühlen umgehen können, ohne komplett auszurasten. Und ich werde unten in dem Video jetzt hier auch wieder Paper und Talks und so verlinken, ne? Und es ist so, Nim Tottenham, die forscht jetzt einfach an Kindern. Und bei ihr, bei ihrem Talk geht es vor allem um den sogenannten Amygdala-Response, also um die Antwort eines. Die Amygdala ist ein kleiner Bereich im Kopf, ein ziemlich kleiner Bereich. Der ist dafür zuständig, ein Intention Network zu haben, also eine Aufmerksamkeit zu bilden über unsere Gefühle. Also die beobachtet die eigenen Gefühle und bewertet die. Und die Amygdala beobachtet auch die Gefühle von allen anderen. Also zum Beispiel von den Eltern oder von anderen Kindern. Und die managt quasi das Gefühl, sicher zu sein, also die gibt so eine Art Bewertung ab, wie sicher ist jetzt hier die Situation, wie entspannt kann man sein und so. Und die schätzt halt ab, wie das Risiko ist. Ne? Das wird da sozusagen in der Amygdala trainiert. Und die Amygdala ist wichtig, denn die ist total hardwired zum sogenannten medialen präfrontalen Kortex. Das ist so ein Bereich auf dem präfrontalen Kortex, der dazu da ist, unsere Gefühle zu beherrschen. Also zu beobachten, dieses Gefühl, das nervt jetzt gerade, ich habe eigentlich was anderes zu tun, ich muss das mal kurz unterdrücken oder so. Ich muss das mal ein bisschen deckeln. Ich kann jetzt hier nicht komplett durch die Decke gehen oder in total Angst ausbrechen, weil ich habe hier noch was zu tun, so nach dem Motto. Und dieser Bereich ist aber der, der sich super spät erst im Menschen entwickelt. Also das ist ein Bereich, der, das fängt eigentlich erst in den Teenagerjahren an und hört nie auf, sich weiterzuentwickeln. Also das ist ein Bereich, auch im hohen Alter kann der sich noch weiterentwickeln, dieser Bereich. Und ja, ich fand diesen Talk super interessant und darüber will ich jetzt ein bisschen reden. Und nachdem ich mir den reingezogen hatte, habe ich dann damals auch noch ein bisschen mehr rumgeklickt und noch ein paar Paper rausgesucht und so. Die habe ich in meinem englischen Video damals auch alle zusammengefasst. Die schreibe ich euch jetzt hier unten dann auch einfach in die Kommentare rein. Und die wichtigste Message, die mit diesem Amygdala-Response jetzt zusammen rumhängt, ist die Aussage, dass Eltern darüber entscheiden, wie sich das Gehirn des Kindes entwickelt, indem sie anwesend sind oder nicht anwesend sind. Also zum Beispiel im selben Raum. Ne? Sie müssen jetzt sozusagen nicht permanent helikoptern um die Kinder oder so, sondern die müssen einfach nur anwesend sein. Denn Kinder gucken, was ihre Eltern machen und wie die eine Situation bewerten. Und wenn die Eltern gechillt sind, dann ist alles okay. Dann wissen sie, okay, das hier ist keine Gefahr. Und das führt dazu, dass Kinder dann eher ja, ihrer Neugierde nachgehen können und auch sozusagen auch mal scheitern können und das Risiko eingehen können, auch mal ein negatives Feedback zu bekommen durch eine Erfahrung, zum Beispiel überrascht zu werden und irgendwas falsch zu machen und so. Das heißt, Kinder lernen besser, allgemein, wenn die Eltern einfach nur anwesend sind. Denn die Anwesenheit gechillter Eltern reguliert den Amygdala-Response und die Verbindung zum medialen präfrontalen Kortex. Also, da muss man, also, wenn die Eltern anwesend sind und entspannt sind, dann kann sozusagen die Gefühlswelt sozusagen abgedämpft werden, wenn irgendwas besonders aufregend ist oder so. Dann ist, wenn die Eltern anwesend sind, dann kickt das nicht so heftig rein, diese Gefühlswelt. Und das Kind kann sich besser konzentrieren auf das, was da eigentlich passiert. Eine Sache noch, insbesondere bedeutet das, dass die Amygdala selbst
dein Cortisol-Level sozusagen regulieren kann. Und Cortisol ist ja quasi das, was man, was ausgeschüttet wird in Stresssituationen. Ja, wollte ich nochmal sagen. Und übrigens, wenn ich Eltern sage, meine ich eigentlich primäre Bezugsperson. Das kann jeder sein. Typischerweise ist es die Mutter, weil die Mutter sozusagen meistens die ist, die das Baby stillt und deswegen sich automatisch durch Bonding das herausstellt, dass die Betrieb, primäre Bezugsperson ist. Das ist aber auch der Vater, der ist nicht ganz so krass stark, typischerweise, aber auch der zählt auch. Also wenn die Mutter nicht da ist und der Vater ist okay, gerade wenn am Anfang da viel gekuschelt wird und so, dann ist das alles okay. Das kann aber auch jeder andere sein. Das heißt, wenn das Kind irgendwie gar keine Eltern hat und bei der Oma aufwächst, dann ist das auch kein Problem. Oder zwei schwule Väter, die das Kind adoptieren, ist auch kein Problem. Darum geht es nicht, ne? Das wird einfach durch Bonding im ersten Lebensjahr festgelegt, wer die primären Bezugspersonen sind. Und ja, jetzt ist es aber so, wenn die Eltern selber gestresst sind, also wenn die Eltern selber gestresst sind, dann können sie sozusagen den Trend des Stressgefühl sogar noch verstärken. Und ich finde das krass, denn ich habe das mal beobachtet. Als unsere Tochter 5 Monate alt war, saßen wir irgendwie in einem Wohnwagen oder so. Und da hinten war irgendein Insekt. Und meine Frau dachte, das ist eine Spinne oder so und hat sich übelst eingepisst und war so richtig, hat sich richtig erschrocken und so, ha und so. Und ich habe das genau beobachtet. Ich war so ein paar Meter davon entfernt. Ich habe gesehen, meine Tochter hat sie angeguckt. Hat gemerkt, jetzt ist hier Polen offen, jetzt ist hier irgendwie übelst Stress und hat selber übelst Angst bekommen. Und das war vorher noch nie der Fall, weil meine Tochter eigentlich sonst super entspanntes Kind war immer. Und ich fand das heftig. Das war sozusagen, da habe ich es gesehen. Da habe ich gesehen, wie dieser Einfluss ist. Wenn wir als primäre Bezugspersonen Stress vermitteln, dass das jetzt eine angestresste Situation ist, dann kriegt das Kind auch richtig Stress. Und das macht ja auch total Sinn. Weil sozusagen in einer Gefahrensituation, das Kind kann ja nicht unbedingt bewerten, ob es eine Gefahrensituation ist oder nicht. Das heißt, es muss sich an dem Response der Eltern orientieren, ne? Klar. Und wenn Eltern jetzt also selbst Stress verursacht und selber übelste Stressbatzen sind, dann geht das total runter aufs Kind und das macht alles noch viel schlimmer. Und ich habe da eine Beobachtung, ich habe Bekannte, wo die Mutter so eine übelste Drama Queen ist und alles völlig verstärkt und immer sozusagen aus jedem Pups gleich ein Riesenproblem macht. Und da war es so, die hatten eine 8-jährige Tochter und die hat ein Glas fallen lassen. Die saß am Tisch und hat irgendwie das Glas fallen lassen und ist kaputt gegangen auf dem Boden, Scherben. Und sie hat völlig over the top darauf reagiert. Was hat die Tochter gemacht? Sie ist aufgestanden und hat so richtig so geschrien. So richtig geschrien. Und ich so, hä, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Das ist doch nur ein Glas. Hast du dir irgendwie wehtan oder was? Nee. Sie hat einfach nur ihre Reaktion darauf, dass sie jetzt das Glas runtergeschmissen hat, hat so viel Stress in ihr verursacht, dass sie richtig laut schreien musste und es war ganz furchtbar für sie. Und da siehst du halt, da sieht man halt mal, wie krass das ist mit den Eltern, ne? Wenn das so eine Volllappen sind, die die ganze Zeit nur rumnerven, von wegen, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein und ein übelstes Drama machen. Das können Kinder ja nicht checken, dass das jetzt eine sinnlose Panik ist. Für die ist das echte, richtige Panik. Und dann wird das reingelernt. Und die ist jetzt 8 gewesen dann und konnte das nicht kontrollieren. Ne? Ja, und da sieht man mal, wie scheiße das ist, wenn man sozusagen in einem Ausbeutersystem lebt und permanent gestresst ist. Ne? Dann geht es auf die Kinder runter. Diese Frau übrigens, die Mutter, ist nicht krass ausgebeutet und die hat ein sehr gutes Leben. Die ist verbeamtet und die chillt voll am Block. Ne? Aber die kommt halt überhaupt nicht klar und ja, was soll ich dazu sagen? Es wäre halt wirklich mal besser, wenn Leute einen Fick drauf geben würden, was andere denken, zum Beispiel die Nachbarn oder die eigenen Eltern oder so, ne? Und man irgendwie ein entspannter Hippie wäre als das, ne? Weil wirklich jede Form von Stress ist toxisch und je früher der Stress da ist, desto schlimmer ist es für die Entwicklung der Kinder. Und ich meine, Stress ist schon scheiße im Mutterleib quasi, aber Stress ist auch noch scheiße, wenn man 8 ist, klar. Das ist einfach immer toxisch. Und unsere Tochter war eigentlich immer extrem gechillt und bei uns war es halt aber auch so, wir hatten uns auch wirklich am Anfang viel Zeit gelassen. Und als sie 3,5 war, also jetzt im Prinzip, jetzt ist sie 3,5, da ist sie immer noch ein extrem umgängliches Kind, würde ich sagen. Also sehr gechillt und kann mit vielen Situationen auch völlig ohne Probleme umgehen. Als sie gerade angefangen hat zu laufen, das war kurz vor Corona, das muss Ende 2019 gewesen sein, da waren wir noch mit ihr in Jordanien.
Wir waren einfach in Jordanien mit dir. Und ich meine, da ist alles anders. Da riecht es alles anders. Da sind alle nur arme Leute. Da sind übelst viel kaputte Sachen. Mitten in der Hauptstadt sind da halt noch irgendwelche Baustellen und irgendwelche Bruchbuden und so. Das ist alles völlig egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn die Eltern gechillt sind, ist sie auch gechillt, ne? Man fliegt mit ihr mit dem Flugzeug völlig entspannt. Da habe ich schon Horror-Stories gehört von anderen Kindern, wie die völlig ausrasten und so. Unsere Tochter überhaupt nicht der Fall, ne? Und ich bilde mir ein, das hat damit zu tun, dass wir halt eigentlich immer extrem gechillt waren und das auf sie runtergegeben haben, ne? Und ich finde das irgendwie interessant, weil man muss sich nochmal reinziehen. Menschen jetzt, unser menschliches Gehirn, unser Verstand, ich habe ja schon ein Video zum Bewusstsein gemacht, das ist so krass, unsere Gefühle, ne? Also ich würde das so einordnen, unsere Gefühle sind Strukturen höherer Ordnung, also Datenstrukturen höherer Ordnung, die uns helfen, Situationen zu bewerten. Also die machen uns klar, ah, das ist eine Situation, sowas ähnliches kenne ich schon. Das bedeutet jetzt Gefahr oder das bedeutet jetzt, ich kann richtig chillen oder so. Das ist, wofür Gefühle eigentlich da sind, nehme ich an. Und unsere Gefühlswelt ist schon so komplex, also viel komplexer als die von Tieren wahrscheinlich, dass wir halt ein extra Organ dafür brauchen. Also ein extra Managementsystem, was nur dazu da ist, das zu klären. Und also ein, nicht nur einfach nur so ein Bufferkonzept, sondern eine Aufmerksamkeits Organ, ne? Der mediale präfrontale Kortex, der sozusagen das noch, also der nicht nur die Aufmerksamkeit, das macht die Amygdala, sondern der das aktiv kontrollieren kann und irgendwie sozusagen der den Überlapp, der den Überhang an Gefühlswelt auch mal kurz runterkappen kann, wenn es was Wichtiges zu tun gibt oder so. Und Katzen zum Beispiel können das ja auch. Also die beruhigen sich zum Beispiel auch selber, wenn die so schnurren und auf irgendwas rumkneten. Ne? Das machen die, um sich selbst zu beruhigen. Und ich habe das früh gesehen bei meiner Tochter. Die konnte sich auch relativ gut selbst beruhigen. Die hatte ja zum Beispiel auch, wollte die keinen Schnuller, brauchte die nicht. Und wenn die irgendwie sich beruhigen wollte, dann hat die ihre kleine Faust in den Mund gesteckt, so. Und das hat sie irgendwie beruhigt. Das hat man gesehen. Und später war es auch so, wenn sie jetzt sich mal wehgetan hat, zum Beispiel, also sie ist nicht oft hingefallen, aber ein paar Mal, vielleicht so 5 Mal oder so, da hat man gesehen so, sie fällt hin und tut sich weh und macht so die Augen zu und beruhigt sich selbst irgendwie und prüft erstmal, tut es jetzt wirklich richtig weh oder ist das jetzt, geht das gleich wieder weg, der Schmerz. Und dann hat sie das bewertet und wenn der Schmerz nicht weggegangen ist, dann hat sie angefangen zu weinen. So war das als Kind. Also sie war, manchmal war es auch so, dass sie einfach nur, das ist sozusagen der klassische Schockmoment war, der sie zum Heulen gebracht hat. Aber oft war es so, sie geht nochmal in sich, prüft das kurz und sagt dann, ist okay und steht wieder auf. Das sehe ich auch jetzt oft. Und ja, also Kinder brauchen, um das zu machen, natürlich viele Jahre Erfahrung, also viele Jahre an Daten, um die ganzen Kombinationen von Beurteilung einer Situation, die aktuelle Gefühlswelt, wie es ist, was habe ich, was nehme ich an, wie verhalten sich meine Eltern, sind die anwesend oder nicht? Das muss alles trainiert werden, ne? Ganz viele Trainingsdaten für unser Deep Learning Netzwerk und diese ganzen vielschichtigen Erfahrungen und all diese Kombinationen, die braucht man, ne? Und wenn die Eltern halt anwesend sind, können Kinder einfacher Fehler machen, ne? Weil sie sich dem Stress sozusagen, den das erzeugt, besser, die können besser damit umgehen, wenn die Eltern anwesend sind. Das heißt, sie können einfach de facto besser lernen, weil Lernen funktioniert nur, indem man Erfahrungen macht und Fehler macht. Und es ist halt jetzt wirklich so, dass nachdem ich diesen Talk mir reingezogen hatte, habe ich noch ein bisschen weiter rumgeklickt und zum Beispiel noch einen von Adriana Galvan gesehen. Und die forscht über Teenager und Erwachsene eher und die hat gemessen, dass das Erwachsenendasein eigentlich erst so nach 20 beginnt. Weil vor 20 auf jeden Fall das Gehirn noch so flexibel, also die Brain Plasticity, da redet man davon, die ist noch so hoch, da kann noch so viel gelernt werden und da ist noch so viel im Wandel, im permanenten sich zu ändern, dass man da noch nicht davon reden kann, dass das sozusagen fertig gebackener Erwachsener ist. Und sie schätzt sogar ab, dass es sogar noch bis 25 so ist. Und wenn ich sozusagen mir mein eigenes Leben angucken würde, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ich bin erst so richtig so, sagen wir mal, kurz vor 30. Vielleicht so mit 28 hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie angekommen bin. So mit 20 war ich halt ein übelstes Arschloch zum Beispiel. Und das ist krass. Und sie klassifiziert jetzt sozusagen Erwachsenensein genau dadurch. Wenn man ist genau dann erwachsen, wenn die Hirnflexibilität runtergeht und man einfach schlechter lernen kann. Und sie hat auch festgestellt, dass man das auch im Erwachsenendasein wieder
auf diesen Status so, man kann die Flexibilität des Gehirns wieder erzeugen und ein bisschen hochdrehen, kurz und temporär, zum Beispiel durch Meditation oder durch Medikamente. Und in den Staaten ist Prozac so ein richtig bekanntes Medikament, um das zu benutzen. Und das machen die Leute, weil wenn die das benutzen, dann nützt es was, so eine Sprachtherapie bei einem Psychiater zu machen. Also zu reden über seine Gefühle und so ein Zeug. Und kann dann richtig was bringen im Gehirn, wenn die Brain Plasticity gerade temporär hochgedreht ist. Und das gibt es übrigens, ein interessantes Phänomen, das kennt ihr alle, Kinder, die so eine, mit so einer Brille rumlaufen, wo ein Auge verdeckt ist. Warum machen die das? Es gibt Kinder, die wachsen, die kommen auf die Welt und ein Auge ist ein bisschen langsamer, wenn es so hin und her guckt und hinkt dem anderen Auge hinterher. Und das liegt nicht daran, dass da irgendwie die Muskeln kaputt sind oder dass irgendwie schlechter, das Auge irgendwie schlechter funktioniert. Nee, nee. Es ist einfach nur so, dass der Datenaustausch zwischen dem motorischen Kortex und dem Auge quasi nicht so gut funktioniert. Und wenn man das gute Auge jetzt zudeckt und dann mit dem schlechten Auge gucken muss, dann ist das Kind, muss natürlich dann trainieren, das schlechte Auge trainieren. Und das wird dabei trainiert und nach ein paar Monaten kann das linke Auge genauso gut hin und her scrollen wie das rechte und dann ist es safe. Der Witz ist, das kann auch bei Erwachsenen passieren. Und Erwachsene haben halt diese Brain Plasticity nicht mehr. Das heißt, da muss man sozusagen mit Prozac zum Beispiel oder mit Meditation diesen Status wieder erreichen, um dann die Sache mit dem Auge wieder zu machen und das führt dann wieder zum gleichen Ergebnis. Ne? Also das sind so krasse Indizien, finde ich, die immer super interessant sind. Und ich habe jetzt gelesen von einem richtig interessanten Experiment an Ratten. Und was haben die gemacht? Die haben Ratten aufwachsen lassen mit Belohnung, also mit irgendwas Leckerem. Und da haben sie, da wo das leckere Zeug ist, was sie gegessen haben im Kleinkindalter, da haben sie Pfefferminzgeruch angebracht. Und das hat sozusagen dazu geführt, dass sie im späteren Leben diesen Pfefferminzgeruch mit was Gutem verbunden haben. Das heißt, überall, wo Pfefferminzgeruch war, da sind die hingegangen und haben das gewählt. Also wenn man sie vor eine Entscheidung gesetzt hat, geh links oder rechts und rechts hat es nach Pfefferminze gerochen, sind sie immer nach rechts gegangen. Und das ist quasi klassische Pavlovscher Hund-Konditionierungssituation. Ne? Und wenn man jetzt eine andere Gruppe von Ratten hat, die während sie mit dem Pfefferminzgeruch und den Leckerlis konditioniert wird, kleine Stromstöße kriegt, also Schmerzen empfindet dabei. Konkret waren das, glaube ich, 5 mA in dem Paper. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Also sie hatten diese Ratten und die haben diese Stromstöße gekriegt. Und jetzt gibt es zwei Kontrollgruppen. Die eine, da sind die Eltern anwesend im Raum und bei den anderen sind die Ratten alleine. Da sind die Eltern nicht dabei. Und wo die Eltern nicht dabei waren, die wurden später darauf konditioniert, immer wenn es irgendwo nach Pfefferminze riecht, das nicht zu machen. Ne? Haben sie nicht gemacht. Sind also in die andere Richtung gegangen zum Beispiel. Hingegen die, wo die Eltern anwesend waren, die haben, bei denen wurde eintrainiert, oh, Pfefferminze, das ist jetzt was Negatives, da ist der Schmerz. Nein, nein, das haben die nicht sich eintrainiert. Die haben das mit den Eltern verknüpft, also mit was Gutem, und haben später dennoch das Pfefferminz gewählt. Auch wenn das sozusagen eigentlich konditioniert war als, das bedeutet Schmerz für mich. Und das ist interessant, ne? Weil das erklärt natürlich, wieso irgendwie Kinder, die eine Kindheit haben, wo irgendwie viel Gewalt herrscht, ne? Sagen wir mal, du hast einen prügelnden Vater oder so, dass die in solchen, dass die später sich wiederum Leute suchen, die sie auch weiterhin schlecht behandeln. Das liegt ganz einfach daran, dass das mit den Eltern verknüpft wird, unterbewusst. Und egal wie scheiße die Situation ist, sie trotzdem immer wieder in so eine Situation reingehen. Und das ist krass, ne? Das heißt, irgendwie, ja, das hat was damit zu tun, dass da sozusagen der Amygdala-Response gebuffert ist und sie sozusagen diesen Schmerz ausgehalten haben und im Nachhinein darauf konditioniert wurden, dass das ja was mit den Eltern zu tun hat und dass was Gutes ist. Und irgendwie finde ich das interessant, das hat mich immer daran erinnert, dass so ein Standardspruch, den wir damals gehört haben, als wir Eltern wurden, den ich auch immer schon Banane finde, einfach weil ich sozusagen so einen Scheiß nicht mache. Kinder brauchen einen geregelten Tagesablauf und richtig schön viel Ordnung und Struktur. Und ich glaube, dieser Spruch, den kann man zwar tatsächlich beobachten, dass es so ist, aber da wird schon wieder Korrelation mit Kausalität verwechselt. Ich denke, was die Kinder eigentlich brauchen, ist das Gefühl von Sicherheit. Und ein geordneter Tagesablauf suggeriert ihnen Sicherheit, denn Nicht-Sicherheit und Chaos und Unordnung bedeutet ja, man kann es schlechter vorhersehen, was als nächstes passiert. Und ich habe ja schon gesagt, unser Gehirn löst dieses inverse Problem. Es möchte gerne vorhersagen, was als nächstes passiert. Das geht natürlich viel einfacher in einer geordneten Umgebung. Insbesondere,
bedeutet das, dass wenn die Eltern die geordnete Umgebung und die Tagesablauf und die Ordnung brauchen, sind die natürlich auch viel entspannter in so einer Umgebung, als wenn sie im Chaos leben und damit nicht klarkommen. Wenn man aber einfach mal gechillt ist und gar kein Problem damit hat, dass hier irgendwo noch was rumliegt, dann ist das auch okay. Das ist nicht das Relevante. Was ich gesehen habe, ist, dass meine Tochter genau dann auf strenge Abläufe und Ordnung beharrt, wenn wir nicht da sind. Also im Kindergarten zum Beispiel. Da findet sie das richtig geil, dass der Ablauf immer so ist und dann fordert sie das auch ein, dass das so und so abläuft und immer wieder in derselben Reihenfolge und so. So ein richtiger Monk wird sie da sagt sie so, das muss so sein und das will ich so haben, das war gestern auch so. Das erzählen wir jetzt hier hinterher. Und ja, das finde ich interessant, denn für mich war das irgendwie immer intuitiv, da habe ich jetzt sozusagen kein Paper für. Für mich war das irgendwie immer intuitiv, dass Erwachsene, die ganz dringend Ordnung brauchen, irgendwie nicht ganz im Balance sein können. Das hat für mich so diesen Eindruck. Das war für mich immer schon so ein Indikator, dass da dass irgendwas im Argen ist mit dem Erwachsenen. Wenn der darauf besteht, dass irgendwas immer nach einem ganz wichtigen, ganz konkret geordnet ablaufen muss. Ja, weil ich finde, wenn man irgendwie balancierter ist und gechillter, dann hat man einfach auch mehr Kapazität, mehr mentale Kapazität, um damit umzugehen, dass man jetzt eventuell in eine Situation kommt, wo man spontan sein muss. Und klar, Unordnung ist halt das genaue Gegenteil, ne? Und das irgendwie war das intuitiv für mich klar, ja? Und wenn Leute irgendwie im Erwachsenendasein weniger balanciert sind, dann bedeutet das halt für mich auch einfach immer, also ich sehe das dann, die sind dann schneller gestresst, sie haben irgendwie nicht so eine krasse Impulskontrolle und sie haben auch oft weniger Selbstbewusstsein. Sie sind einfach nicht so selbstbewusst und klar, das Krasseste sind dann irgendwelche neurotischen Zwangsstörungen, ne? Dass man irgendwie ständig alles putzen muss oder tausendmal kontrollieren muss, ob die Tür zu ist und so ein Scheiß. Und ich sehe da auch eine Verbindung, wenn Leute, die ganz dringend irgendwie gut aussehen müssen, also sich ständig Gedanken über ihr Outfit machen und so, das ist für mich so ein Indikator, ne? Also mit ein bisschen Recherche könnte man da garantiert was finden, da habe ich jetzt aber auch keinen Bock drauf, weil das für mich einfach völlig klar und intuitiv ist. Was jedenfalls auch gemessen wurde am Tiermodell, ist, dass die Sache mit dem Amygdala-Response und dem Stress in der Kindheit auch später zu Depressionen führt. Und jetzt konkret, was haben sie gemacht? Jetzt würdet ihr fragen, wie kann man messen, dass Tiere deprimiert sind? Das ist ziemlich brutal und eklig eigentlich und ganz schön traurig. Du nimmst das Tier, schmeißt es ins Wasser und wartest, misst einfach, wie lange der Überlebenskampf dauert, bis das Tier aufgibt. Und Tiere, die Depressionen haben, geben super schnell auf. Die gehen einfach unter und haben keinen Bock mehr aufs Leben. Hingegen Tiere, die keine Depression haben, die probieren das einfach länger. Die geben nicht so schnell auf. Und jetzt kommt das Ding. Tiere mit Depressionen, die auf diese Pfefferminze von dem Rattenexperiment konditioniert wurden, wenn man denen die Pfefferminze hinhält, den Geruch, dann probieren auch die depressiven Tiere länger zu überleben. Ne? Und das ist irgendwie, ja, das ist krass, ne? Und damit kann man auch so Sachen erklären, wie selbst wenn man später seine Eltern abgrundtief hasst, ist da trotzdem immer diese Verbindung im Kopf, dass man konditioniert ist auf irgendwas, was man mit Framing damit verbindet, ne? Und der Wille natürlich. Ist ja eh eine Illusion, sage ich ja immer. Und das suggeriert einem sozusagen auch diese Sache, wenn man irgendeinen Geruch hat, der einen von früher an früher erinnert, an die Kindheit oder so. Das geht sofort rein und wird sozusagen sofort damit verbunden. Oder das erklärt auch diese Boomer-Aussage, von wegen früher war alles besser. Das liegt einfach nur daran, dass man früher ein Kind war. Und Kindheit wird mit Eltern verbunden und deswegen sozusagen fühlt es sich auch einfach so an, als wäre früher alles besser gewesen. Ne? Das erklärt sozusagen diese klassische Bias. Und ja, das kann man auch noch mit Framing verbinden, also mit dem sozusagen, dass ich an irgendwas denke und dann das sofort eine Reaktion in meinem Körper auslöst. Ja? Ich habe da auch mal ein englisches Video zu gemacht, Framing und Deep Learning, wie ich sozusagen die Verbindung dazu sehe. Und jetzt könnte man fragen, was ist eigentlich mit Waisenkindern, ne? Da ist die Forschung eigentlich auch ziemlich straight. Waisenkinder werden ja dadurch, dass sie keine Eltern haben und nie dieses Gefühl haben, sicher zu sein und gechillt zu sein, die werden einfach sofort erwachsen. Die werden einfach extrem schnell erwachsen. Sie gehen in diesen Status rein, dass das Gehirn weniger Brain Plasticity hat. Und ist ja auch klar, weil wenn man keine Eltern hat, ist man per Definition ja auch irgendwie gar kein Kind. Ne? Kind bedeutet ja gerade, Kind zu sein bedeutet ja gerade, dass man ja einfach mal sorglos daherkommen kann und Sachen ausprobieren kann. Das heißt, solche Menschen sind dann im Schnitt wahrscheinlich später weniger kreativ und haben einfach sozusagen weniger
weniger Zeit, über solche lustigen Sachen nachzudenken oder Kunst zu machen oder irgendwie die Gedanken schweifen zu lassen, ne? Weil sie einfach früher erwachsen geworden sind und deswegen auch weniger lernhafte Erfahrungen gemacht haben und weniger sozusagen lernen konnten, wie es sich anfühlt, Fehler zu machen und ja, da in irgendwas besser zu werden und so. Und ja, ich finde, also übrigens jetzt nochmal, das gilt nur für den Durchschnitt, ne? Es gibt natürlich tausend Ausnahmen, die sozusagen die Regel bestätigen, aber im Durchschnitt ist es halt gemessen, dass du, wenn du, was weiß ich, dass du später eher Depressionen kriegst oder schizophren wirst, wenn du in deiner Kindheit solche Traumata hast, dass du früh abgegeben wurdest, ne? Also das beinhaltet ja insbesondere, dass wenn man sein Kind zu früh in den Kindergarten abgibt, dass es dann da genau diesen Status erreicht, dass es den Stresslevel nicht ordentlich buffern kann. Und was bedeutet das? Naja, ein Kind, was damit nicht umgehen kann, versucht halt Strategien zu entwickeln, um dem Stress aus dem Weg zu gehen, ne? Weil es mit dem Stress ja nicht umgehen kann. Das bedeutet im Prinzip, das Kind setzt sich in die Ecke und guckt nirgendwo mehr hin und wartet einfach, bis die Zeit vergeht. Weil es kann nicht damit umgehen, in einer Situation zu sein, wo es nicht vorhersagen kann, was passiert. Das heißt, es macht einfach gar nichts. Das kann man auch beobachten. Und je früher man das Kind in den Kindergarten abdroppt, desto schlimmer. Weil Kinder mit einem Jahr können das nicht verstehen. Die verstehen das nicht, wenn die Eltern nicht da sind. Das gilt übrigens auch, wenn man sein Kind, wenn es eins ist, permanent zur Oma gibt und die Oma noch gar nicht so eine krasse Bezugsperson ist. Das geht alles erst später, wenn das Kind versteht, was da passiert, ne? Und wir haben das bei unserer Tochter selber beobachtet, wie es war. Wir haben es mal probiert mit der Tagesmutter, als sie eins war, und die war eine komplett, war wie ausgetauscht. Nach einer Stunde oder so, ein, zwei Stunden mal so zum Testen, da war sie komplett fertig mit Nerven. Die konnte nicht mehr sich alleine beschäftigen, sie hing nur noch an uns rum, war total verheult und so. Und das ist eine Frage von Privileg. Meine Frau ist runtergegangen mit den Stunden, ich bin an der Uni super flexibel, und wir haben es uns dann geteilt, bis sie zweieinhalb war und selber gesagt hat, sie möchte jetzt in den Kindergarten. Das hat sie dann selber gesagt, und dann haben wir das angefangen und das gemacht. Das ist aber eine Privilegfrage. Wenn man irgendwie Schichtarbeiter ist oder irgendwie gar keine andere Wahl hat, dann ist das ein Handicap für die Kinder. Ne? Und ja, diese Frau Galvan, die arbeitet auch mit noch einer richtigen Koryphäe in diesem Gebiet auch zusammen, die heißt BJ Casey. Und ich habe einfach mal ihre List of Publications unten in die Videobeschreibung reingetan. Da könnt ihr ja mal einfach so drüber scrollen, wenn ihr da einen interessanten Titel seht von einem interessanten Paper, könnt ihr euch ja mal in den Abstract reinziehen. So habe ich es zumindest gemacht, ne? Einfach mal ein bisschen gucken. Und die sagt zum Beispiel, dass selbst wenn man jetzt sozusagen solche Traumaerfahrungen hat als Kind und dann erwachsen ist, kann man, wenn man in einem gesunden Umfeld älter wird, also erwachsen ist, kann das noch kompensiert werden. Sprich, wenn Erwachsene in nicht toxischen Umgebungen sich befinden, zum Beispiel eine funktionierende Solidargemeinschaft haben, dann können die Emotionen besser kontrolliert werden und auch da noch reingelernt werden, wie man Emotionen besser kontrolliert und Impulskontrolle kriegt und so ein Zeug, ne? Und das ist natürlich mal wieder ein wissenschaftliches Argument für eine gut funktionierende Utopie. Ne? Also eine da, wo alles heiti-teiti ist und die Leute einfach mal nice zueinander sind. Ist ja klar. Und natürlich bedeutet das, dass das genaue Gegenteil, eine toxische Umgebung, natürlich auch das genaue Gegenteil bewirkt. Ne? Und Leute einfach mal mit ihrem Stresslevel nicht umgehen können. Ne? Also mit negativen Erfahrungen und mit negativen Einflüssen einfach nicht ordentlich umgehen können. Und ja, es ist natürlich auch so, dass diese Sache mit dem Amygdala-Response auch klar macht, dass es im Wesentlichen nicht an den Genen liegt, welche Kinder hinterher krass sind und klarkommen, sondern dass es einfach eine Privilegienfrage ist, nämlich es geht um die Inputdaten. Wenn die Eltern also da sind und Inputdaten kommen, dass die viel besser interpretiert werden können. Die Kinder haben eine bessere kognitive Entwicklung dann. Die haben mehr Potenzial für höhere kognitive Skills, sie haben mehr Potenzial, sich so neue Sachen, Eigenschaften oder was auch immer, Methoden anzueignen, einfach weil sie, wenn die Eltern da sind, dieses Lernen begünstigt wird. Und ich habe es auch mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt die Quelle finde, es ist so, dass wir alle im Schnitt mit einem ganzen Stack an guten Genen und mit einem ganzen Stack an schlechten Genen zur Welt kommen. Und die Frage, und die ersten Jahre entscheiden einfach, also auch die ersten Monate vor allem, entscheiden darauf, vor allem welche Gene weiter ausgebildet werden, also sprich welche Fertigkeiten und Eigenschaften dann sozusagen verstärkt werden und welche eher verkümmern. Und wenn die Eltern also anwesend sind, führt das oft dazu, dass die sozusagen die guten Gene
sich eher ausbilden können, die Eigenschaften, die damit verknüpft sind, und die schlechten einfach verkümmern. Ja? Ganz im Gegensatz andersrum. Wenn die Eltern nicht da sind, dass dann quasi ja auch diese Entwicklung einen Negativtrend haben wird. Und das ist im Durchschnitt ist das halt so. Und ich finde das irgendwie krass, ne? Weil gerade Rechte argumentieren ja gerne mit Genpool und so. Und das ist aber, das ist mal wieder Korrelation und Kausalität vertauschen, weil offensichtlich ist das Relevante eher das Privileg, sprich, haben deine Eltern Zeit für dich oder nicht? Und das ist kein Klischee, sondern das ist jetzt gemessen, ne? Und übrigens, das Feld, in dem sich das hier alles bewegt, ne? Die Wissenschaft bedeutet, heißt Bindungstheorie, ne? Kann ich euch unten auch den Wikipedia-Artikel mal dazu reinschreiben. Das ist eine belastbare, echte naturwissenschaftliche Herangehensweise mit Experimenten und ja, Evaluierung und so und Statistiken. Und das ist ganz cool. Und bei uns war es, wie gesagt, so, dass unsere Tochter ab 2,5 in den Kindergarten wollte. Und da war das auch kein Ding. Und das ist natürlich auch so eine völlig naive Aussage von Leuten, die sowas sagen wie, mir hat das früher auch nicht geschadet. Ja, natürlich. Euch hat das früher nicht geschadet, aber guckt euch mal bitte um in unserer Gesellschaft. Ich würde sagen, auf großer Skala und im Durchschnitt hat es der Gesellschaft schon sehr geschadet, denn unsere Gesellschaft ist komplett zersetzt von irgendwelchen, von toxischen Verhalten. Erwachsenen, die überhaupt nicht klarkommen. Auch mit ihrem eigenen Stresslevel nicht. Ich meine, wir sehen es doch. Offendismus bei Erwachsenen ist ein Riesending. Die Leute kommen überhaupt nicht klar, wenn sie emotional getriggert werden. Das hängt alles damit zusammen. Und in der DDR war es so, dass manche Kinder schon mit nach 2-3 Wochen in die Krippe gegeben wurden. Nach 2-3 Wochen. Stellt euch mal vor, das ist so unfassbar toxisch für Kinder. Für die Entwicklung der Kinder. Meine Mutter hat mich zum Beispiel ziemlich lange da behalten. Für ein Jahr oder so. Und hat sich nicht diesem Arbeitsfetisch hingegeben. Und ich gehe davon aus, bei unserer Tochter macht das ein Riesending. Ich will ja jetzt wirklich nicht rumpressen oder so. Aber die Erzieher, die, was weiß ich, die Bäckersfrau, irgendwelche Leute, die erzählen mir ständig, wie gut sich meine Tochter artikulieren kann. Weil erstmal hat sie natürlich, ist sie ohne Smartphone aufgewachsen und wir haben von Anfang an mit ihr geredet. Sie kann sich super gut artikulieren. Aber zum anderen haben wir natürlich auch viel Zeit mit ihr verbracht. Wir waren halt immer da. Und es geht nicht darum, die ganze Zeit dazu rumzuhelikoptern. Es geht nicht darum, ihr zu zeigen, wie sie Bausteine benutzt oder so. Das kann sie sich selber drauf schaffen. Und sie kann mit allem spielen, wo sie Bock drauf hat. Sie hat bei uns immer unten die CD-Regale ausgeräumt und so einen Scheiß. Völlig egal, ne? Wenn man aber ein Spießer-Assi ist, der dann immer sagt, nein, 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 hier jetzt nicht die CDs ausräumen und so. Klar, mach bloß nicht diese Erfahrung und trainiere bloß nicht deinen medialen präfrontalen Kortex oder was auch immer, ne? Klar, dass Kinder sich dann schlechter entwickeln, ne? Und wenn Eltern gar nicht da sind, ist es halt am allerschlimmsten für die Kinder. So, dieses Video wollte ich nur mal schnell machen. Das ist sozusagen ein, ich wollte was beitragen. Ich hatte nämlich letztens diesen Talk gesehen, wo bei Erwin so ein Erzieher angerufen hat, der im Kindergarten arbeitet und die haben so ein bisschen gequatscht. Aber was den beiden natürlich fehlt, ist sozusagen der wissenschaftliche Kontext. Und den wollte ich sozusagen, ich wollte das ein bisschen einbetten. Ja? Jetzt erstmal reingehauen, YouTube. Und ja, tschüss. Yeah!
Übrigens, der Kanal ist wie eine schöne Vorlesung aufgebaut. Wenn ich unten Videos verlinke, dann wäre es angebracht, sich die auch reinzuziehen, weil das aufeinander aufbaut. Bestimmte Begriffe werden definiert, viele Beispiele werden genannt. Und ja, ich denke mir schon was dabei, weil es sozusagen meinen eigenen Erkenntnisprozess abbildet, die Reihenfolge, in denen ich die Videos hier hochlade.